Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stando Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde FIFA 24 mit. Okay, weiter geht's, ich muss kurz mit meiner Arbeit schreiben. So, wir müssen tatsächlich gegen Spanien spielen. Wer hätte es gedacht? Beziehungsweise, ich hatte ja. Also das ist ja genau das, was auch in echt ist. Ich hätte ja gesagt, ich will das Ganze auf hier auf Weltklasse. Okay, so. Weltklasse. Zurück. Ich glaube, das wird jetzt schwer, da ein Tor zu schießen mit dieser Einstellung. Ich hoffe mal. Wer hat jetzt hier schon wieder. Ach, Gündogan ist verletzt. Stimmt. Der Thomas Müller muss hier rein. Warte mal kurz. Mal kurz was gucken. Ist das hier auch bestätigt worden, dass er. Ja, Junge, er muss circa 7 Monate. Jo. Okay, weiter. Ach, Mann. Müller, so. Du bist jetzt da drin. Ja, ich weiß, dass ich nicht genug habe. So, mal sehen. Also, wenn es jetzt schwieriger wird, es wird auf jeden Fall. Beide Mannschaften wollen heute glänzen, wollen auftrumpfen, wollen dieses Duell für sich entscheiden. Es zählt nur der Sieg und die Stimmung im Stadion, die passt zu diesem Spiel. Die ist jetzt schon sensationell. Gleich kann es losgehen. Bleiben Sie dran. Okay, so. Werden Sie es schaffen. Wir zeigen es Ihnen. Bleiben Sie dran. Puh. Hallo. Also das ist ja das letzte Spiel. Tatsächlich auch von 2024. In Real Life gewesen von Deutschland. Ah, und da habe ich schon das erste Mal verkackt. Merk schon, wie das schwieriger wird, ne? Komm her. Oh. Ja, okay, es wird schwieriger. Gut, ich kann weniger kommentieren. So geht Spanien diese Partie an. Mikel Merino steht mit Rodri im Zentrum und der einzige nominelle Angreifer ist Alvaro Morata. Ja, genau, dann rennt der weg, ne? Gute Szene, aber gibt Abstoß. Ja, gut. Okay, also wenn wir jetzt hier verkacken, Leute, werde ich trotzdem weiter spielen. Ne? Also dann spiele ich das Spiel praktisch nochmal von vorne. Also wir werden so oder so bis ins Finale kommen, auch wenn wir jetzt hier verkacken werden, weil ich das Spiel, also weil ich die EM gerne bis zum Finale auch spielen will. Ja. Weil ich will nämlich die komplette EM einmal spielen. Geht auch Deutschland jetzt ins Finale, auch wenn es dann nicht stimmt. Mache ich dann trotzdem. Aber wer weiß, vielleicht schießt ja trotzdem ein Tor, ne? Ja, das war faul, Alter. Faul-Spiel. Fernandes. Das ist Pedri. Beendet. Boah, ich kann diesen Namen nicht mehr hören, Alter. Wenn man sich so umhört, wer heute der wichtigste Spieler sein könnte, dann fällt natürlich immer wieder dieser Name. Was erwartest du? Der Olmo. Der Doppelpack im letzten Spiel wird ihm zusätzlich Selbstvertrauen gegeben haben. Es wird schwierig, ihn zu stoppen. Und das gibt Ecke. Okay, jetzt hatten wir mal eine gute Chance gehabt. Aber Spanien baut hier schon recht gut zu, ne? Ich komme hier nirgendwo durch, merke ich gerade. Außer hier oben. Ball zurück zu Müller. Gut, doch nicht. Kai Havertz. Das ist die Chance zum Führungsspiel. Oh. Wichtig, dass er da klärt. Mann. Jetzt haben die halt eine ganz nicht Chance, okay. Ach Mann, zu kurz gepasst. Ah. Oh ne, jetzt habe ich eine Lücke. Nicht mit mir. Sehr gutes Tackling, das war wichtig.
Die sind aber auch irgendwie schneller als ich, habe ich so das Gefühl, Alter. Guck mal, wie schnell er ist, Junge. Sie lauern da jetzt auf die Führung. Ja, Junge, und dann blocken die wieder. Das ist doch zum Heulen. Okay, also bis jetzt, erste Halbzeit, gar nichts. Jesus Navas. Das ist Ferran Torres. Oh, die sind jetzt zu dritt, Alter. Nein, hier schießt kein Tor. Jetzt die Chance. Ja, easy, Torwart. Oh. Boah, ja, hatte ich Glück, Alter. Junge, hatte ich Glück. Ja. Junge, das war jetzt gerade ein kompletter Fehlpass, den ich gerade geschossen habe. Also das hätte uns wirklich gerade in Rückstand bringen können. Aber so steht es halt in 0-0. Ne? Gut, machen wir mal hier weiter. So. Okay, Toni jetzt Kroos. Haben wir hier den Toni Kroos. Mittelstädt. Ja, die greifen auf jeden Fall an. Die Robert schieben so ein bisschen Andrich. Nach hinten, was aber nichts bringt. Musiala. Am Ball Kroos. Ja, jetzt machen die hier zu. Da ist der Ball weg. Morata. Scheiße, ich bin durch ihn durch. Navas. Klasse gemacht, starke Block. Boah, Junge. Haben die auch jetzt wieder eine Chance? Da ist der Ball weg. Havertz war das. Ja, Havertz. Mit dieser Havertz. Morata. Pedri ist das. Okay, so. Boah, ich will kein Elfmeter schießen, bitte. Schieß hier ein scheiß Tor, jetzt. Jetzt aber. Jetzt aber nicht. Bam. Thomas Müller. Ja, das ist es. Bam, Alter. Junge, geil, Alter. Das war jetzt wirklich ein geiler Tor. Geiles Tor, meine ich. Geiler Tor. So, jetzt müssen die ja ein Tor schießen. Jetzt schießen, jetzt geben die auch alles, praktisch. Also der Bot gibt alles. Ball jetzt bei Grimaldo. Jetzt ein Tor zu schießen. Nicht im Aus. Gut gemacht. Das könnte gefährlich werden. Könnte der Ausgleich werden. Das meine ich. Kai Havertz. Das ist Havertz. Es geht eine Minute Nachspielzeit. Das sieht vielversprechend aus. Wirtz hätte gefährlich werden können. Ist jetzt zu Ende? Ne. Na, die müssen praktisch nochmal das hier geben. Spielt diesen Ball zurück. Ja, das ist jetzt zu Ende. Jetzt wollen wir weiterspielen. Jetzt fällt er gleich. Und gefällt. Okay, 1-0 steht's. Das ist schon geil. Boah, das Viertelfinale. Mal sehen, wie es wird. Danach kommt ja auch schon das Halbfinale, ne? Viertelfinale? Ja. Och nee. Ja, so ein scheiß Fehlpass. Ja, Fehlpässe macht Deutschland tatsächlich auch irgendwie leid manchmal, sehr oft. Aber Spanien hat jetzt auch eins gemacht. Wo ist die Lücke? Sie suchen sie. Sie wollen hier den Ausgleich. Das merkt man. Sieht alles gut aus. Ja, die wollen natürlich den Ausgleich. Jetzt hat er den Ball. So. Platz zum Kontakt. Boah, was war das? Hä? Ich wollte nicht mal dahin schießen. Stadion. Am Ball jetzt Alvaro Morata. Das muss es sein! Boah! Boah, ich habe schon das Tor gerade gesehen. Meine Güte, ich habe gerade das Tor schon gesehen. Ich fieber ja mehr als in einem richtigen Spiel.
Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Ja, danke für deinen Einwurf. Klar, ne? Es gibt hier Einwurf. Sind hier gerade ein bisschen im Bedrängnis tatsächlich. Und jetzt Toni Kroos. Und das war ein Foul. Aktion. Ist das vielleicht sogar rot? Ja, gib mir bitte rot. Rot, 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 rot. Für Spanien. Ja, der Junge. Immerhin in diesem Spiel tun die Pfeifen. Rote Karte. Und wir merken das. Das müsst ihr jetzt erstmal irgendwie wegstecken, verdauen. Es läuft ja, Junge, alles warum gehen die auch so rein, Alter? Kroos mit der Chance. Oh, ich hätte das Tor so geil gemacht, ne? Leider trotzdem 1-0. Mist. Ne, jetzt sind wir hier nur noch zu zweit. Scheiße. Und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Jetzt die Spanier. Daniel Olmo. Gute Chance jetzt. Den Zweikampf führt er sehr gut. Chance zum Konter jetzt. Ah, Mist. Ja, da war ich zu langsam. Ja, komm, schieß. Wird's. Jetzt ist er durch. Bam. 2-0. Geil. Hätte ich nicht gedacht, dass ich bei Weltklasse auch so Chancen hätte, ne? Da hätte ich gedacht, das wird schwieriger. Setzt sich durch und dann ist das natürlich super gemacht. Tolle Technik. Aber geil. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. So wäre der Spielstand auch in Real Life. Geil gewesen. Das war jetzt ein Foul von mir, ja. Das könnte was werden. Jesus Navas. Ja. Guter Vorstoß. Mein Tor war dann einfach selbst geschossen. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Da muss er hin und holt sich den Ball. Aha. Wird's. Okay, okay, okay. Mist, ich hätte schießen sollen zu dem Kollegen da unten. Oh, war ich nicht. Die letzten 15 Minuten jetzt. Er treibt den Ball nach vorne, ein starker Sprint. Zurückgespielt. Kein Tor, der Torhüter ist da. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Okay. Weiter gefährlich hier. Ich renne jetzt einfach. Und das war ein scheiß Leck. Der Ball war zu weit. Boah, jetzt schieß doch mal den scheiß Ball, Alter. Da trennt er ihn vom Ball. Ja, der kriegt den Ball jetzt sowieso wieder. Merino. Torres. Oh, was war das denn? Oh ja, den habe ich jetzt gut geholt. Die haben ihn auch gut geholt. Guter Zweikampf von Pedri. Junge, was ist das denn jetzt hier für ein Spiel, Alter? Jesus Navas jetzt am Ball. Vielversprechender Vorstoß. Na, ich wollte doch keinen Einwurf machen für die. Sie wechseln. Jesus Navas. Bei ihm ist Endstation. Und jetzt also Freistoß für die Spanier. Warum? Warum denn jetzt? Alles einfach. Egal. Die Reingabe kommt an den langen Pfosten. Kommt genau im richtigen Moment raus. Wichtig. Havas. Wie kommen die schon wieder an diesen blöden Ball? Le Normand. Nacho Fernandes mit dem Ball.
Nacho Fernandes. Ja, gewonnen. Es darf gejubelt werden auf Seiten der deutschen Mannschaft. Das Halbfinale der EM 2024 ist erreicht. Geil. Geil, geil, geil. Leute, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und Kommentar da. Wartet. Schaut euch auf meinem Discord vorbei, der ist unten in der Videoschau verlinkt. Aktiviert die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Daumen auf den Tag. Haut rein, Leute, euer Sonne. Ciao, ciao.